Durch die V-Stellung wird das Flugzeug instabil, okay. Also jetzt doch. Vorhin war es doch stabil dadurch. Jedenfalls, es muss ja auch nicht stabil großartig sein. Ich muss ja nur fliegen können. Deswegen mache ich die jetzt auch weg. Ich muss nur ein paar Meter fliegen können und ein bisschen lenken. Und ein bisschen, ob das nur ein bisschen instabil ist oder nicht, das spielt jetzt nicht sonderlich die große Rolle gerade. Ich muss ja nur ein bisschen hin und her fliegen, dann mache ich das wieder mit meinem Fallschirm. Das funktioniert eigentlich so am besten. Ich da ein bisschen weiter hintersetzen, so. Jetzt noch das Rädchen, die beiden Rädchen hier hinten dran. Muss ja nicht sonderlich weit fliegen und auch nicht landen und nicht Großartiges anstellen, sondern einfach nur fliegen. Fliegen. Den hier noch ein bisschen weiter nach hinten, denn ich will gern genau auf den Center of Mass will ich gern den Fallschirm setzen. So. Ich glaube, ich habe hier gerade zwei gebaut, oder? Deshalb flirren die so rum. Aha, okay. So, das sollte ich eigentlich machen. Sollte völlig ausreichen, um die Forschungen durchzuführen, die ich hier eigentlich nur machen will. Jetzt brauche ich noch vielleicht zweimal Mystery Goo. Die mache ich mal hier hin, genau so. Und dann noch zwei Thermometer und keine. Mache ich mal dahin. Und damit sollte ich eigentlich problemlos fliegen können. Nenn es mal wie das andere, Fahrrad, zwei speichern und auf geht er. Sind doch schon ein bisschen nach oben gezogen, das ist ganz cool, da braucht man nicht sonderlich viel, ja. Staging ist eine Sache, die man immer beachten sollte. Ich habe es nicht beachtet und damit den Fallschirm gleich geöffnet. Blöd. Ist blöd, wenn man starten will und einen Fallschirm offen hat. So, jetzt aber. So, wer fliegt denn hier? Ach, Jeb. Okay, dann bin ich ja. Dem vertraue ich ja. Und dann düsen wir mal in diese Richtung einfach. Beziehungsweise, ich kann ja mal Richtung Wüste jetzt fliegen. So. Richtung Wüste wäre Richtung Westen. Müsste eigentlich dort lang sein. Nicht alles täuscht. Diese anfänglichen kleinen Flugzeuge sind generell, die man sich so bauen kann, sind generell relativ anfängerfreundlich, wenn man wirklich nur rumfliegen will. Es ist überhaupt kein Problem, die Teile zu fliegen. So, die Flugrichtung müsste passen, genau. Und dann fliegen wir hier so, da so irgendwie. Bisschen an die Höhe, an Höhe gewinnen, damit ich hier über die Berge rüberkomme. Wäre nicht schlecht vielleicht. Fallschirm ist dran, genau. Und Mystery Goo, Thermometer und das Material Bay sollte
alles ganz gut passen. Richtung Wüste. Das Ding sollte problemlos auch über Schall fliegen können. Hier wäre jetzt auch ein bisschen Musik ganz schön. Manchmal ist es ein bisschen spärlich, die Musik im Körbel. Ein bisschen schade manchmal, aber naja. Steckst du nicht drin. Und wir fliegen, 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 fliegen im Sauseschritt. Na, werde ich mal lieber lassen, das singen, wa? Tju. Wie sieht denn das Cockpit von innen aus? Aha. Anders, aber auch nicht schlecht modelliert. Ich wünschte, hier würden ein paar mehr von den Knöpfen funktionieren. Do not block. Warum? Was ist das da? Warum darf ich das nicht blockieren? Möglicherweise lösen hier einige Knöpfe auch Staging-Sachen aus. Da bin ich mir nicht sehr sicher, aber es könnte sein. Wo ich weiß, was funktioniert, ist definitiv der Schubregler. Wenn man den runterzieht, dann geht auch der Schub runter. Ja, der funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ich drücke immer M, um da rauszukommen. Das ist natürlich Quatsch. Die Berge. So, Jeb, alles klar bei dir, hm? Ja, sieht gut aus. Ich kann ja hier mal einen Mystery Goo anschmeißen. Vielleicht springt da uns was? Nö. Dann kann man das auch wieder zurücksetzen. Wie sieht es bei der Temperatur aus? Lock Temperature, ja, 5 Science-Punkte, ganz nett. Nehmen wir doch mit. Crew Report, hast du irgendwas zu melden? Ja, 3 Science-Punkte, nehmen wir mit. Was man früher immer konnte, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr, das haben sie rausgenommen. Man konnte aussteigen aus seinem Fluggefährt, also wenn man gelandet ist oder im Weltall ist, dann aus den jeweiligen Experimenten die Daten rausnehmen und in der Kapsel speichern sozusagen und dann das Experiment wieder durchführen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Vorhin habe ich das mal ausprobiert, da hat es mir dann beim Junior hier gesagt, ich kann die Daten rausnehmen, aber das Experiment wird dann als unbrauchbar gekennzeichnet und ich kann es nicht mehr verwenden. Und das war genau auch so. So konnte man sich allerdings halt sehr, sehr viel Science zusammenspammen und das wollen sie wahrscheinlich ein bisschen verhindern damit. Dass man wirklich so viele Experimente mitnehmen muss, wie man durchführen will. Und nicht alle 3, 4, 5 Mal machen kann und davon immer Daten dann bekommt. ESA im K1, aha. ESA, die Fahne, die ich gewählt habe, gestern, als ich angefangen habe mit dem Karrieremodus im Stream. Kann man übrigens nachträglich noch schauen, wenn man das will. Sollte hier irgendwo als Highlight in meiner Twitch-Bibliothek da rumschwirren. Ging auch so um die 3 Stunden. 3 Stunden und ein paar zerdrückte. Ja, das ist leider ein kleiner Weg. Ich kann aber, glaube ich, wenn ich jetzt hier so geradeaus fliege, kann ich hier Time Accelerate, also die Zeitwarp anmachen da und dann vergeht da zumindest ein bisschen Zeit. Wenn ich hier vorsichtig, kann ich auch noch die Nase hochpitchen, falls ich zu sehr sinke.
Das ist immer komisch, wenn man aus dem Time Warp rauskommt, dann juckelt das so ein bisschen rum. Ich hätte mir den Kerbal Engineer anzeigen lassen sollen, dann hätte ich wenigstens sehen können, wir sind jetzt da und da, aber das kann ich hier auch machen. Mystery Goo, was sagst du? Wo sind wir? Bringt uns noch immer null Science, wir sind flying over Kerbin, das spielt also da das Terrain spielt also keine Rolle. Wie ist es mit dem Junior? Ich glaube, der hat. Naja. Aber da kann ich mehr rausholen. Kann ich mehr rausholen. Klappt immer mal wieder ein. Ein bisschen die Höhe noch wieder nach oben ziehen und dann einfach nochmal Zeit beschleunigen. Ah, ich glaube, dass das Flugzeug immer so wieder ein Stück wieder nach unten ruckelt, liegt daran, dass der Planet nicht eine, keine perfekte Kugel ist, sondern ja, Kugeln werden ja in Computerspielen und so meistens als vielseitige Form dargestellt. Ecosphere nennt man das oder UV-Sphere zum Beispiel. Und deshalb ruckelt das vielleicht so ein bisschen rum. Kann man auch Bodenproben entnehmen? Kann man, glaube ich. Ich kann es aber noch nicht, komischerweise. Das ging noch nicht. Das kann aber daran liegen. Tschüss. Tschüss, Kronos. Das kann aber daran liegen, dass ich dieses Crew Kerbin Recruit Complex Center Teil noch nicht weit genug abgegradet habe. Ich glaube fast, es liegt sogar daran. Oder es liegt am Science Center, dass man das upgraden muss oder so. Sollte ich vielleicht mal machen. Ah, das nächste Mal. Und dann, ja, ich bin. Es müsste an in der Gebäude liegen. Denn eigentlich war ja Probenboden. Bodenproben. War ja immer eher ein, doch noch eine. Science-Einkommen-Quelle und ich meine, wenn man schon auf den Mond fliegt, will man dort schon eine Bodenprobe mitnehmen. Möglichst viel sogar. Mondstein. Um daraus dann weiße Farbe zu machen und Platten damit zu bestreichen, um mit der Portalkanone dort Portale hinzumachen. Die weiße Farbe bestand ja aus Mondstein, wie man weiß, wenn man Portal gespielt hat. Ich sollte ein bisschen mehr nach da so fliegen, irgendwie. Ein bisschen nach. Na los. Ich könnte jetzt natürlich rollen, aber kann es auch einfach vorsichtig und langsam so drehen. Wie weit man mit diesen Dingern tatsächlich kommt, das ist unwahrscheinlich. So. Aber weit ist es gleich nicht mehr. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte, na, ein bisschen weniger als die Hälfte des Ozeans überflogen. Wir wollen hier so an die, in den Wüstenrand ran, dann langsam mal, um dort Science zu betreiben. Ich kann mal gucken, vielleicht kann ich einen Crew Report machen, der, ach so, ich habe ja schon einen gemacht. Okay, ich mach's nicht. Ist ja in Ordnung. Temperatur, sagt die hier irgendwas? Oh, 5 immerhin. 5 nehmen wir mit. Jetzt habe ich, glaube ich, die Thermometer beide schon verwendet, ne? Ja. Nicht so schlimm. Was machst du beruflich? Ich bin Mikrotechnologe und arbeite als Mikrotechnologe quasi. Genau. Wird jetzt auch nicht viel sagen vielleicht. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Prozessoren oder Steuerchips für dein Airbag im Auto oder so und so weiter und so fort hergestellt werden. Über die verschiedensten Prozesse. Genau, ist an sich ein sehr, sehr interessanter Beruf, vor allen Dingen die Ausbildung.
wer auf Wissenschaft steht, so ein bisschen. Man hat sehr viel Physik, natürlich eher ein Teilchenphysik, nicht irgendwie Astrophysik oder so, sondern eher ein, was Diffusionsprozesse und Atomphysik so ein bisschen und ja, Chemie sehr viel. Elektronik natürlich, Elektrotechnik spielt da auch eine wichtige Rolle. Und ja, ich betreibe quasi ein bisschen Prozesssicherung auf Arbeit. Dass da alles läuft, wie es laufen soll, damit die Mikroprozessoren im Auto, damit der Airbag nicht ausfällt, wenn es gerade kritisch wird oder wenn ja, ne? Die Klimaanlage oder alles Mögliche im Auto darf nichts ausfallen. 10 Jahre lang. Sonst kommt Bosch an und schimpft mit uns und sagt, hier, ihr habt mal wieder Mist produziert. Cooler Job, ja, ist sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Macht Spaß. Jetzt prinzipiell nicht unbedingt das, was ich mir für meinen Lebensabend so vorgestellt habe, quasi. Ich habe angefangen, erst Medieninformatik zu studieren, weil ich dachte, es wäre sehr kreativ auch, eben Medien, so Grafikdesign, Photoshop und so eine Sache. Es war aber doch hauptsächlich Informatik, was ein bisschen träge ist, so Programmiersprachen lernen und so und eher weniger Medien, leider. Das habe ich dann sein gelassen, sozusagen. Habe das, was ich an Wissen für Photoshop und so und Premiere und den ganzen Kram habe mitgenommen und nutze das jetzt quasi für YouTube, für Streaming. Da habe ich nichts gelernt für eigentlich. Das habe ich mir selber beigebracht. Habe mich dann umorientiert, habe eine Ausbildung gemacht zum Mikrotechnologen. So, allzu weit ist es auch nicht mehr. Und dann sind wir in der Wüste und dort werde ich dann meinen kleinen Landetrick mit Fallschirm machen. Im Coffins Corner? Wieso? Ist das jetzt auf Kerbel bezogen oder ist das auf mein Leben bezogen? Kann es gerade nicht zuordnen. Ich weiß nicht, was Coffins Corner ist. Aha, okay. Für meinen Flieger. Ah, okay. Das kann sein, ja, das kann gut sein, dass das Triebwerk ein bisschen abkackt, aber noch geht's alles. Und jetzt bin ich ja eigentlich über der Wüste, das heißt, ich mache mal das Triebwerk aus, ganz in Ruhe und könnte prinzipiell hier auch versuchen zu landen. Ich drücke einfach mal F5 und probiere zu landen. Auf Kabel, ja. Probiere zu landen, denn sollte mir das wirklich gelingen, könnte ich ja auch wieder starten. Heb mir den Fallschirm auf und könnte noch weiterfliegen, zum Beispiel. Oder ja, weiterfliegen bringt eigentlich nichts, weil die Experimente ja voll sind. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht stalle. Strömungsabreiße.